Servus Leute, bin ich wieder. Wunderschöne Tag heute. Und ich muss euch unbedingt ein Messer zeigen. Und zwar vom Andreas, vom Pfälzer Wandersmann. Der hat mir das geschickt und zum Testen mal ausgeliehen. Und zwar das Spyderco Paramilitary 2. Und danke Andreas, ich freue mich schon drauf. Wenn ihr Bock drauf habt, bleibt da drauf. Viel Spaß. Also Leute, wie gesagt, es geht heute um das Spyderco Paramilitary 2, das mir der Andreas alias der Pfälzer Wandersmann zugeschickt hat zum Austesten und so. Hintergrund ist, er hat das letzte Review, das Messer, und ich habe es ihm aber schon öfters geschrieben, ich habe noch nie ein Spyderco in der Hand gehabt. Und ich höre wie immer alle davon schwärmen, manche hassen es auch wegen der Optik und so, aber die meisten schwärmen davon von dem Messer. Ich habe es ihm schon öfters gesagt, ich habe noch nie eins in der Hand gehabt. Und hat er gesagt, er schickt mir das zu. So, da will ich mich natürlich erstmal ganz arg bedanken bei dir. Er hat mir natürlich noch viel mehr Messer geschickt. Es sind einige, da habe ich wieder viel zum Testen. Aber bei diesem Messer hier will ich mich besonders bedanken bei dir, lieber Andreas. Er hat hier ein Review dazu gemacht und hat auch eine Geschichte dazu erzählt. Und die Geschichte ist auch wirklich nicht ohne. Und ich verlinke euch mal, ich glaube hier oder hier. Ich verlinke euch mal das Video vom Andreas, das Review. Find sowieso, schaut mal in den Kanal rein, falls ihr ihn nicht kennt. Weil der ist wirklich ist ein super Typ, finde ich. Hab uns jetzt hier über YouTube kennengelernt halt. Über die Kommentare und so. Wirklich, ist ein klarer Kerl. Ein klarer Kerl, sagt man bei uns. Und ja, auf jeden Fall ist eine Geschichte hinter dem Messer und so. Deswegen, er hat auch gesagt, er wird es niemals mehr aus der Hand geben. Deswegen freut es mich wirklich, dass er es mir zugeschickt hat. Lieber Andreas, Dankeschön. Ich werde vorsichtig damit umgehen, wobei ich sehe, du hast das schon viel benutzt. Also man sieht es wirklich, das hat Geschichte, das Messer. Ich finde es sowieso schrecklich, wenn jemand ein Messer hat, wo wirklich in die Vitrine... Nee, so sage ich es jetzt nicht. Es gibt Messer, die gehören in die Vitrine, ganz klar. Aber ich finde es halt immer schade, wenn einer ein EDC-Messer oder ein Bushcraft-Messer das so hat und benutzt nicht und so. Oder sich Sorge macht um Kerb und was weiß ich, was gerade das macht ein Messer aus. Ihr solltet mal mein Sacki sehen, wie das aussieht. Das ist wirklich, das hat schon ganze Bäume gefällt. Aber es geht um das Spyderco Paramilitary 2. Ich habe es jetzt endlich mal in der Hand gehabt. Das hier ist die Version Dark Blue. Und so, ich mache mal ein bisschen näher dran. Ihr müsst ja nicht die ganze Zeit mich unbedingt sehen. Zum Messer selbst, ich bin hier kein Experte. Für Spyderco. Ich habe es wirklich, das ist mein erste, wo ich in der Hand habe von den Teilen. Ich kenne sie natürlich. Und ich spicke mal kurz auf meinen Zettel, was ich mir aufgeschrieben habe. So, das erste Mal, zack, wunderbar. Somit ist schon mal klar, ne? Paragraph 240a konform ist natürlich nichts damit. Die Klinge, also wahrscheinlich wird jeder das Messer kennen, außer mir, weil ich noch keins in der Hand hatte. Ich laufe wirklich extrem spitz zu. Dann das hier ist auch charakteristisch für die Messer. Der Klingenlauf ist Wahnsinn. Wahnsinn. Also das fällt, wenn man den Lock hier drückt, das fällt gerade so zu. Man kann es aufflippen wie nix. Also echt brutal. So, ganz kurz, was habe ich mir aufgeschrieben dazu? Wo haben wir es denn? Genau, der Stahl. CPM S110V Stahl. Steht natürlich auch drauf. Das hier kannte ich so auch noch nicht. Das ist ein, sieht man's, Compression Lock. Andreas hat es auch erklärt. Also der Liner Lock ist ja nochmal hier hinten dran. Und der ist hier oben schön seitlich. Also finde ich optisch richtig geil. Und dann drückt er gerade drauf. Zack, fällt schon zu. Wunderbar. Was gibt's noch? Klinge 8,5 cm. Das Ganze wiegt 108 Gramm ungefähr. Ja, insgesamt 21 cm hier. Ansonsten G10 Griffschale hier in dunkelblau, wie gesagt. Ja, muss jetzt einfach mal spicken, weil ich mich halt nicht so gut auskenne mit dem Messer. So, lieber Andreas, ich muss jetzt wirklich sagen, ich habe das Messer aus der Tasche genommen, ich habe es in die Hand genommen und ganz ehrlich, ich habe nicht davon geschwärmt. Muss ich jetzt ehrlich sagen.
weil ich habe es aufgeklappt und dann hatte ich den Griff in der Hand. Und dann muss ich sagen, also dieses Blau ist jetzt nicht meine Farbe bei der Messerwahl, sage ich jetzt mal, wobei ich jetzt sagen muss, hier bei dem Licht sieht es halt auch ganz anders aus wie daheim, ganz ehrlich. Ja, aber optisch sind die Spider-Core so eine Sache. Hast du auch selber gesagt? Also jetzt keine Videoantwort für dich, Andreas, aber ich spreche halt mal, weil du jetzt erst das Review drüber gemacht hast. Optisch, ich finde es jetzt überhaupt nicht schlimm, die Messer von der Optik her. Ich finde das geil hier, den Stachel. Es ist gewöhnungsbedürftig, keine Frage. Aber die Griffschale, wo ich den Griff in der Hand hatte, dachte ich, oh, der ist extrem leicht, wenn es so ausgeklappt ist. Und ja, es war einfach komisch, weil meine Messer normalerweise schwer sind, alle miteinander. Und ich muss jetzt aber ganz ehrlich sagen, ich habe es dann aufgeflippt und sorry, aber mir ist hier gar nicht abgegangen. Das ist wirklich, das ist brutal. Der Klingelauf ist echt brutal. Also, das ist brutal, mehr kann ich nicht sagen. Das Teil liegt da. Ja gut, ist jetzt nicht ganz mittig, sehe ich jetzt gerade. Aber es wird wahrscheinlich auch schon viel mitgemacht haben. Aber es wackelt auf jeden Fall nichts. Also das ist echt. Das ist. Also von der Qualität her ist das Bombe. Dann muss ich sagen, ich habe es jetzt 2 Tage gehabt oder 3 Tage, ich weiß gar nicht. Ich habe erstmal im Haushalt damit alles gemacht. Ich habe, Andreas, ich habe darauf aufgepasst, auch wenn du wahrscheinlich sagst, nimm das Ding her. Ich habe Kartons mitgeschnitten und zwar nicht wenig. Ich habe Tomate mitgeschnitten, ich habe gegrillt, ich habe Steaks mitgegessen und alles. Perfektes Steakmesser, ganz ehrlich. Ich habe mir Bratapfel gemacht, weil Bratapfel hat noch eine weichere Haut wie eine Tomate, sage ich jetzt mal. Das Teil, ich schwärme jetzt davon, Bratäpfel zu essen, aber ich habe den Bratapfel filetiert ohne Scheiß. So scharf ist das Messer. Und die Spitze, einfach Wahnsinn, ganz ehrlich, Mann. Ich habe also wirklich alles mitgemacht. Ich habe im Haushalt alles damit gemacht. Das ist wirklich sau cool. Was ich jetzt noch nicht gemacht habe, dann wäre jetzt ein bisschen Holzbatonieren mit dem Teil. Nee, natürlich nicht. Keugens, Andreas. Aber ein bisschen Schnitze können wir natürlich. Ich bin jetzt echt mal gespannt. Oh, liebe Leute. Ey, brutal. Guckt euch das ja. Also da ist null Widerstand. Da ist null Widerstand. Echt brutal. Das Teil ist wirklich. Echt übel. Echt übel. Ich habe doch Papier dabei. Oh, das war jetzt aber peinlich. Ja. Das ist ziemlich nass geworden, jetzt das Papier, muss ich sagen. Ich schwitze nämlich wie Kuh mit deiner Hose. Ja, alle Ecke schon verschnippelt. Ja, ist jetzt schade, dass ich da jetzt nichts Frisches dabei habe. Wie gesagt, das ist wirklich ein bisschen nass. Feucht war schon das Papier. Aber jetzt halt anders da. Jetzt halt wieder der Arm herhalten. Also, es ist wirklich extrem scharf. Ja. Und ich habe auch wirklich nichts dran gemacht, seit ich es jetzt habe. Also, ihr seht, ihr könnt euch hier den Fingernagel abhobeln, wenn ihr das wollt. Bleibt auch schön drin stecken. Könnt ihr auch Löckchen machen mit. Ne, schade jetzt mit dem Papier, aber es ist höllenscharf, das Messer.
Der Stahl, muss man auch dazu sagen, was war es für ein Stahl? Der S110V. Ich meine, das ist so ein ähnlicher Stahl wie von meinem Leatherman Charge TTI. Was war denn das? Das war ein S. Ich weiß es nicht. Aber das ist so ein ähnlicher Stahl, soviel ich weiß. Und da muss man dazu sagen, die sind wirklich extrem schnitthaltig und extrem robust, aber schwer zu schärfen. Schwer zu schärfen. Ich habe ja immer mein DC3, das ist der kleine von Velniven, falls es jemand interessiert. Habe ich den schon mal vorgestellt? Ja, ich glaube ja, wenn nicht, ich mache mal einen Link natürlich wieder rein hier oben zum Video. Ja, der ist wirklich. Die sind, was heißt schwer zu schärfen? Also, wenn man es kann, dann ist es jetzt nicht so schwer. Aber es ist halt ein bisschen mehr Arbeit, sage ich jetzt mal. Und, aber dafür halt extrem schnitthaltig und alles. Ja. Wie gesagt, ich habe das noch nicht geschärft, aber ich kenne es von meinem Leatherman Charge TTI. Das ist schon Arbeit, sage ich mal. Aber ihr habt halt dann auch immer also recht lange eine Grundschärfe und eine Schnitthaltigkeit auf jeden Fall. Ja. Also das Messer ist jetzt Golden Colorado USA Earth. Das steht meistens drauf. Andreas hat mir erklärt, er hat mir nämlich noch ein Spyderco mitgeschickt. Das ist in Taiwan produziert worden. Er hat mir das mal so kurz erklärt, was es da für verschiedene Städte gibt, wo das produziert wird. Das ist also aus den USA. Leute, ganz ehrlich. Das Messer. Ich finde es absolut Hammer. Ich finde es absolut Hammer. Ich höre schon jahrelang, wenn nicht sogar schon 10 Jahre wahrscheinlich, ich weiß es nicht wie lang, keine Ahnung, höre ich immer wieder von den Messern, sehe mir immer wieder Videos an und so. Alle schwärmen davon oder die meisten schwärmen davon. Ich habe es jetzt dank dir, Andreas, endlich mal in der Hand gehabt. Ich bin schwer davon begeistert als EDC-Messer. Ein Manko hat es, es ist kein Manko, das muss jeder für sich entscheiden. Es ist natürlich nicht Paragraph 240a konform, ganz klar. Es ist ein Einhandmesser, es verriegelt. Also es hat Einhandöffnung und es verriegelt. Und wenn die beiden Merkmale ja dann zutreffen, dann dürfte das leider nicht führen in Deutschland. Will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, ist einfach so. Ich persönlich bin da. Wegen meiner Hobbys oder wegen meinem Hobby, wo ich jetzt nicht näher drauf eingehen will, bin ich da halt schon mehr oder weniger darauf angewiesen, Paragraph 240a konforme Messer mit mir zu führen. Und das ist sehr schade natürlich. Aber ich sage jetzt mal, als EDC-Messer, ja gut, da habe ich jetzt andere Sachen. Da habe ich zum Beispiel das Wolfgangs Caldro momentan. Aber so für den Wald oder so, also. Da wird man ja im Normalfall nicht kontrolliert, das ist jetzt wieder Privatstückle hier und so. Und das muss jeder für sich entscheiden mit dem Führer, ganz klar. Und es kommt jetzt auch wieder in den Rucksack rein, wenn ich dann heimgehe und so. Ja, ich babbel zu viel, ich weiß. Ich finde es geil, ich finde es halt schade wirklich, weil es ist ein geiles EDC-Messer. Und für mich wird es wahrscheinlich deswegen halt nicht in Frage kommen. Wegen dem Führer. Und es ist so geil zum Schnitzen, echt. Ja. Und. Ja, aber trotzdem, ich bin angefixt von dem Teil, Andreas, und ich wollte sowieso schon länger ein paar von meinen Messern mal verkaufen wieder. Ich habe noch so ein paar China-Böller, wo ich eh nicht mehr so benutzen tun. Und ja, wer weiß, wenn genug zusammenkommt, hole ich mir das auf jeden Fall. Nicht in Blau, aber ich habe schon mal ein bisschen glinst im Internet, da gibt es ja schon geile Teile. So. Das war's. Ich hoffe, es hat euch jetzt gefallen. Ich habe gemerkt, dass es fast schon ein Privatvideo war zum Andreas, so weit ich den die ganze Zeit angesprochen habe hier. Aber bin euch auch wirklich dankbar, dass du mir das gezeigt hast, dass ich endlich mal mitschwitzen kann über das Messer. Er hat mir noch einen Chris Reeve geschickt. Da habe ich auch einen China-Klon, aber da wird das sauer sein wahrscheinlich. Der Buck hat mir noch ein schönes mitgeschickt. Noch ein Spyderco. Das muss ich überlegen. War es das? Ich glaube, das war's. Sicher bin ich mir nicht.
Auf jeden Fall vielen Dank, Andreas. Und wie gesagt, schaut euch das Video an, das Review von ihm. Er macht es im Tabletop und so, ein bisschen professioneller wie bei mir. Und erzählt auch wirklich eine gute Geschichte dazu, finde ich. Und gerade deswegen zum 100. Mal. Danke, Andreas, hat mich sehr gefreut. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Falls ja, Daumen hoch, netter Kommentar, Abo, falls ihr noch keins habt und so, ihr wisst ja. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, gute Zeit. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann, ciao.